So, liebe Freunde, Mafia. Wir kriegen alle ein Stück von ihm, aber ich zuerst. Mafia 3 lässt sich jetzt nicht grüßen, aber ich komme hier gar nicht zum Ende. Was sind denn die ganzen Affen? Zuerst mal hier abchecken alles. Gut. Wo war ich genau? Mafia 3 lässt sich jetzt nicht grüßen. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ach. Und ja. Wir müssen jetzt hier entkommen. Ganz kurz, wir gehen nochmal zurück. Ich heile mich kurz und nehme ein neues Paket auf. So, Freunde, abhauen. Junge, Junge, dann können wir ja hier direkt. Nicht verfügbar, okay. So, ich wollte eigentlich Kameraden holen, aber irgendwie. Was von dem Geld loswerden. Bin gleich da. Ja, irgendwie kommt mir keiner zur Hilfe, egal. Wir erledigen das auch so. Zielt weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl! Los, sieh nach, ob er noch da drin ist. Bitte etwas rückziehen. Hier in der Innenstadt muss ein Ziel weg. Geht das? Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Alter! Schnapp ihn dir von der anderen Seite! Der Kleine gehört mir! Junge, Junge! Lass mich nicht so sterben! So, jetzt reicht's mir. Ein Schuss, ein Treffer. Nein, nein. Ich gehe in Deckung. Das Schwein gehabt, aber jetzt. So, nehmen wir natürlich mit hier. Wen schießt der denn? So, jetzt müssen wir abhauen.
leider geht's nicht. Okay. Lauf! An alle Einheiten. Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. So, abhauen hier. Toll, wir haben Platten. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu verdächtigem Verlust. Sehr schön. So, kurze Ladezeit. Hey, da bist du ja. Bin echt mal gespannt, wo die Scheiße hinführt. Dies ist unser erster Schritt, um Arcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Ich sag dir was, Lincoln. Du kannst machen, was du für richtig hältst. Aber ein Distrikt aufzuteilen zwischen meinen Leuten und ihren, daraus wird nichts. Diesen Distrikt will ich haben. Die Weißen sind dein Problem. Mein Gott, nun halt aber mal die Luft an. Meine Jungs saufen da unten nicht mit den Leuten rum oder machen einen auf Rassenkrieg. Sie scheffeln Geld. Für dich. Und nur das zählt. Also vergiss diesen Hippie-Scheiß und lass uns arbeiten. Du kannst es dir noch anders überlegen. Ich kann beide Geschäfte leiten, ohne das Gekeife, das die zwei anderen abziehen. Das Treffen. Okay. Cool. Die Unterbosse. Wenn du mir erst ein Gebiet in Aussicht stellst und es mir dann wieder wegnimmst, dann wird das nichts mit uns. So viel kann ich dir sagen. Du musst alle Seiten betrachten. 64.000 minus 148 mal Profit. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Cassandra. Ich bin hier, ganz egal wie lang es dauert. Ich würde sagen, dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass unsere Leute alles zwischen dem Holler und hier koordinieren. Ich soll meinen Jungs jetzt sagen, dass ihre Arbeit umsonst war? Herrgott, das wird denen genauso wenig gefallen wie mir. Das ist das letzte Mal. Ich werde einfach in aller Ruhe abwarten, bis einer von euch Arschlöchern Scheiß baut. Ihr seid gewarnt. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Ja, aber mit Cassandra machen wir am meisten Profit. Wenn man es gesehen hat.
Sehr schön. Ach, ja, was für ein Fahrzeug. Ach, Freunde, wir machen mal so. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. So, wo war der Auftrag? Ich glaube, das war... Hol Tante Lili ab. Ach, da haben wir auch nochmal so einen Auftrag. Okay. Genau. Hier ist Leas Grundstück. Ja. Was ist denn das Fahrzeug jetzt? Ach, steht im Stau. Gefallen verlieren, wie wenn du einen deiner Unterbewusstsein Bezug zu hast. Ist okay. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Ja, das waren wir, Freunde. Jetzt muss ich mich hier durchquetschen irgendwie, ne? Naja, wir leben ja noch. Okay. Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse. Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im French Ward eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fix sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Der hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen. Nach der Geschichte in der Innenstadt war ich überrascht, dass Marcanos Organisation sie nicht schon aufgefressen und wieder ausgespuckt hat. Okay. Verzieh dich, lieber Nigger.
sprechen? So, ganz kurz, was war das hier? Drogen. Machen das mal zuerst. Ja. Ach so, da unten ist. Ach, okay. Wer ruft die Bullen? An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, der ist natürlich hier drin. Oh, Knarre wegpacken. Ja. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu und... Onkel Lou ist nicht besser als dieses Stück Scheiße, Doc Gaston. Ein Dealer und ein Hurenbock im feinen Zwirn. Okay. Auch nicht schlecht. Boah, die sind ja auch alle hier in der Nähe. Krasse Scheiße. So, zu ist aber hier. Ne, Moment, Freunde. Wir fangen hier mal an. Ich konnte nicht ausweichen. Hm?
Ach ja, immer das gleiche Spiel. Ich hab sie nach Hause gebracht. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sehe ich besorgt aus? Was ist mit Little Steve? Was hast du mit ihm angestellt? Ich habe ihm gesagt, dass er den Mädchen keinen Stoff verkaufen darf. Dass Harry das nicht gefallen würde. Nö, du gehst zurück und verpasst ihm eine Abreibung. Sag ihm noch ein vollgedröhntes Mädchen und er verliert einen Körperteil. Oder so ähnlich. Überleg dir was. Oh, der Idiot kommt, den ich befragen soll. Alles klar. Oh ne, da kommen mehrere jetzt. Blauhaus. Wie komme ich an Harry ran? Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Alter. Nein, 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 schnell. So knapp jetzt, Freunde. Was ist das andere Schwein? Ganz scheiße anzünden ist mal. So, das wäre erstmal hier erledigt. Jetzt können wir ja raus spazieren. So, dazu holen wir uns auch ein schönes Fahrzeug. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei. Ich bring ihn dir sofort rüber. Boah, vor den Füßen angehalten. So, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder.